Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder eine Review und zwar eine Review, die ich an und für sich im Juli machen wollte. Wie ihr merkt, ist es nicht mehr Juli. Ich habe einen Pulli an. Und zwar rede ich von der Mikaela X Glamlight Collection. Und ich habe alle Produkte in der Collection bestellt und wollte eben dazu eine Review machen. Dann erzählen wir mal, was passiert ist. Und zwar, ich habe die Sachen im Juni bestellt und habe mir gedacht, ja, ich weiß, es dauert lange, von den USA Produkte zu bekommen, das kann sehr lang dauern. Und dachte mir dann, aber im Juli sollte es schon da sein, spätestens August. Dann habe ich im August, glaube ich, habe ich dorthin geschrieben, hallo, was ist los? Ich habe die Collection im Juni bestellt gehabt, warum ist sie noch nicht da? Und dann wurde ich informiert, dass ich erst bei der Second Round dabei bin, obwohl ich an und für sich schon am Launch Date bestellt habe, aber gut. Und dann haben sie mir gesagt, ja, es wird dann eh im September, hätte es dann kommen sollen. Und dann war der September auch vorbei. Und dann sind wir in den Oktober gegangen und im Oktober ist es dann auch endlich gekommen. Wie merkt, es ist auch nicht so sehr früh, aber es ist natürlich, jetzt ist natürlich schon November, wenn ihr das seht, aber es war halt alles ein bisschen complicated. Und dann habe ich sie auf jeden Fall jetzt bekommen und ich mache jetzt trotzdem die Review. Auch wenn diese Collection schon seit Juni an und für sich erhältlich ist, machen wir jetzt die Review dazu. Ich habe das extra bestellt und ich möchte jetzt schon die Review machen und das machen wir auch. Und zwar beginne ich. Ich habe den Highlighter, ich habe das Lipset, ich habe Lashes und ich habe natürlich die Lidschattenpalette. Beginnen wir gleich mit dem Highlighter. Ich öffne den hier gleich und der kommt hier eben natürlich schön verpackt und so sieht auch das Packaging aus. Es ist sehr lila gehalten, ist aber auch der lila Pulli heute und habe ich mir gedacht, mache ich passend. Die Farbe sollte an und für sich passen. Ich habe von Glamlight noch nie Face-Produkte ausgetestet, deshalb bin ich jetzt hier gespannt. Ich werde ihn jetzt euch mal erst das swatchen. Sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ja, ist schön. Wirklich ein schöner Highlighter. Ich weiß nicht, gab es zwei Highlighter in der Collection? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Ich würde jetzt aber sagen, wir tragen den jetzt hier mal auf. Ich gebe mal meine Bangs und alles nach hinten und bin gespannt, aber ich bin mir ziemlich sicher, ja, der ist wunderschön. Also richtig viel Wumms, da braucht man definitiv nicht viel Produkt, sonst wird das too much. Die Farbe passt, glaube ich, auch. Also finde ich, ist sehr, sehr, sehr schön. So, jetzt ist Setting Spray auch schon drauf. Der Highlighter ist wunder, wunder, wunderschön. Sehr gut, gefällt mir wirklich sehr toll. Jetzt machen wir Lippen, die brauchen eigentlich schon Feuchtigkeit. Die sind etwas trocken auch momentan. Und da haben wir dieses tolle Lipset. So kommt das eben auch in diesem Packaging. Alles kommt mit diesem... Passt eigentlich eh besser in den November als wie in den Sommer, das Packaging. Also war alles so geplant. Und da gibt es eben drei Gloss Shades. Ich werde die anderen... Ich werde die zwei in mein Getestet erwähnen. Und den Nude-farbenen tragen wir jetzt auf. Ich bin jetzt sehr gespannt. Vielleicht werde ich den auch nochmal im Getestet testen. Oh je. Meine Lippen sind nämlich gestained und er hat nicht so viel Pigment, wie ich jetzt gedacht habe. Das heißt, meine Lippen schauen schrecklicher aus wie davor. Also wie ihr erkennen könnt, meine Lippen sind gestained und deshalb gefällt mir das Ergebnis natürlich nicht sehr gut. Aber das... Wenn wir das jetzt mal vergessen, finde ich den Gloss an und für sich recht nett. Er hat eine leichte Pigmentierung, angenehmes Tragegefühl und was ich bei dem glaube, dass der länger hält wie manche Glosse, weil er eine dickere Formulierung hat, aber trotzdem noch angenehm auf den Lippen ist. Und es ist nicht dieser, bleh, ihr wisst, was ich meine, dieses, wenn das so sich auseinanderzieht. Also das ist es nicht. Also bis jetzt... Finde ich es eigentlich gut, nur leider, dass meine Lippen gestained sind, ist dann nicht so vorteilhaft. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt gleich into Eye Makeup und unveilen die Lidschattenpalette. Hier hinten haben wir ein Bild auch von der lieben Mikaela und einen Text auch noch. Und dann haben wir hier die Palette. Und es freut mich ja, dass das
ihr Styling ist und dass sie das toll findet. Ich weiß nicht, ihr wisst ja, ich liebe so auch kindliche Sachen, aber das, ich weiß nicht. Ich finde das, vor allem dann ist das Glitzer natürlich auch hier unten. Wenn ich es halt so mache, dann sieht es cool aus. Das kann ich so, aber ich weiß nicht. Also I don't know, es ist mal was anderes und das finde ich ist cool. So, jetzt zeige ich euch die Palette. Beautiful, beautiful, beautiful. Eine wunderschöne Rainbow-Palette, kann man gar nicht sagen. Wunderschön. Es sind nicht nur Rainbow, es sind auch Neutrals. Wunderschön, wunderschön. Ich werde mir jetzt zwei Looks überlegen und dann legen wir schon los. So, und zwar, ich beginne jetzt. Ich möchte auf jeden Fall einen lilanen Look schminken. Das heißt, ich gehe in die Farbe MJ, gehe ich jetzt mal rein. Man muss ja einen lilanen Look machen. Okay, Pigmentierung. Ich meine, ich habe ja schon Glamlight auch eine Review auf meinem Kanal. Die werde ich euch natürlich auch verlinken. Und da war ich sehr, sehr begeistert. So, das haben wir jetzt schon aufbauen können. Jetzt möchte ich in die Farbe Path 2. Wir haben ein bisschen Fallout, aber ich finde es jetzt nicht sehr, sehr schlimm. Mich stört es persönlich nicht. Aber ich erwähne es gerne. Finde ich sehr, sehr schön. Ist ein sehr schönes Ergebnis. Und ist jetzt auch leicht, finde ich, gegangen. Gefällt mir sehr gut. So. Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen. Dunkel oder helllila? Dunkel oder helllila? Machen wir dunkel. Ich bin einfach bei dem so gespannt. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht super zum Look passt, interessiert mich das voll. Und zwar haben wir Portage. Und dann gucken wir jetzt mal. Wunderschön. Also die Schimmer von Glamlight, die sind ein Traum. Die sind wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich finde, dass der lila Lidschatten perfekt zu dem Look passt. Aber, also der Schimmerton. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt einfach weiter mit der anderen Seite. Und dann möchte ich blau machen. Und zwar haben wir hier Rudy oder was auch immer. Rudy, das hellblau hier. Mit dem möchte ich das mal aufbauen. Es ist ein bisschen Fallout, aber ich finde das echt nicht schlimm. Also solange die Lidschatten so performen. Ich meine, seht euch das an. Das ist crazy. Es verblendet sich, es hätte ich Wahnsinn. Das sind echt tolle Lidschatten. So, und da möchte ich dann auch noch mit der Farbe Mess Hall reingehen. Und da vertiefen wir jetzt das Ganze. Also seht das Pigment auf dem Pinsel, es ist wow, also es ist Wahnsinn, es ist so toll, so schön, wow, wunderschön. Und da packe ich mir jetzt den Schimmer, wie ist das, Nass, also den hier, den ganz oben. Ich weiß nicht, ob das ein Silber ist oder was genau das für ein Ton ist, da bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Hier ist ein Silber, sehr schön. So, ich würde sagen, wir machen gleich unten weiter. Ich mache die Mascara jetzt am Ende. Und zwar hier auf der Seite möchte ich Loop, also dieses Grün. Wir machen hier einen grün-lila Look. Und ich bin, also die Pigmentierung, das ist so ein schönes Olivgrün. Sehr, sehr schön. So sieht der aus. Wunderschön. Jetzt machen wir auf der anderen Seite, möchte ich mit, machen wir schon Freetown. Gehen wir da rein. Auch hier, ich meine, die Lidschatten sind unglaublich pigmentiert. Das ist wonderful, wonderful. Also ich muss hier was gar nichts tun. Das ist Wahnsinn. So, dann machen wir noch Inner Corner. Und da wird es jetzt ein bisschen specialig. Und zwar auf die Seite möchte ich mit Stunning reingehen. Und ich bin da schon sehr gespannt. Der Name verrät mir schon, dass es ein schöner Ton ist. Wunderschön. Sehr schön. So, auf der Seite möchte ich mit Simping, was? Simping? Simping reingehen mit diesem Pink. Beziehungsweise ist es mehr so ein Babyrosa. Das finde ich, also wir machen hier sehr kreative Looks. Auch wunderschön. Es verblendet sich so schön ineinander. So sehen jetzt die beiden Looks ohne Mascara aus. Ich werde mir jetzt Mascara drauf klatschen und dann zeige ich euch es nochmal. Und dann kommen Lashes. I'm so scared, but we can do it. So, meine Lieben, so schauen jetzt die beiden Looks mit Mascara aus. Aber es gibt ja in dieser Collection Lashes. Und ich habe mich jetzt entschieden, es gibt zwei Lashes. Ich weiß nicht, haben die Namen? Ich denke nicht. Ich habe mich jetzt für die hier entschieden.
Und zwar so sehen die aus. Ich werde die jetzt zuschneiden und dann kleben wir die drauf. So, people, the lashes are on. Yes. I don't know. Was soll man dazu sagen? Also, das ist wie eine ganz andere Person. Findet ihr nicht auch? Das ist irgendwie so. Dabei, ich mach die Augen ganz auf, dann sehe ich so creepy. Also. No, also ich und Lashes, wir wissen das, dass ich bin eher mein Mascara-Typ. Ich finde es zwar cool, ich werde die sozusagen eh Halloween, habe ich sie dann eh getragen. Und ja, für Halloween finde ich sowas super. Also für Halloween und sowas finde ich sowas richtig cool. Aber ich könnte mir das ja nicht vorstellen. Wenn ich im Alltag vor allem auch dieses, ich meine, du spürst halt, dass da was ist. Natürlich gewöhnst du dich halt dran. Das ist halt genauso wie Leute sagen, oh, ich kann mir nicht vorstellen, so viel Make-up um zu haben. Du gewöhnst dich natürlich daran. Aber es ist natürlich für mich super, super ungewohnt. Aber wie gesagt, für so Special Occasions finde ich es cool. Aber es wird nicht mein neuer Everyday-Look. Aber wie gesagt, jetzt würde ich sagen, machen wir einen kleinen Rundown über die ganzen Produkte und dann ist das Video auch schon vorbei. So, jetzt wo die Lashes auch drauf sind, müssen wir ja natürlich noch die Swatches von der Palette machen und die zeige ich euch gleich. So, das ist mal die erste Reihe von den Swatches, wie ihr erkennen könnt. Richtig schöne Neutrals. Ich bin wie gesagt einmal reingegangen und ich mache Handswatches. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung und wunderschön. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet. So, da haben wir die nächste Reihe und so sieht die aus. Auch wunderschöne Swatches. Kann man wirklich nicht sagen. Manches Schimmertöne sind anders formuliert wie andere. Zum Beispiel der hat eine viel weichere Textur wie die anderen, aber alle sind wunderschön. So, wir haben einen schlechten Swatch und zwar dieser helle Grünton hier. Kann aber, heißt nicht, dass er auch schlecht am Auge performt. Manchmal sind die halt bisschen unpigmentiert, die Töne, aber kann sich sicher wunderschön auf dem Auge aufbauen lassen. Aber nur so zur Info, der hat sich jetzt schlecht swatchen lassen. Aber look at the shimmers, ich meine. So, das sind die letzten Swatches. Ich weiß, der letzte ist so ein bisschen über die Finger, aber man erkennt es trotzdem. Wie man sehen kann, der Gelbton ist etwas schwächer, aber es kann wunderschön auf dem Auge aussehen. Aber das sind auf jeden Fall die Swatches. Also, ich würde sagen, jetzt kommen wir zu meinem Feedback. So, zur Info auch noch, es ist Staining in der Palette. Wenn euch das stört, dann ist es vielleicht nichts für euch. Also, es ist sehr, sehr Staining, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Augen danach sehr gestained sind. So, jetzt gehen wir die Produkte durch. Highlighter, top, top, top. Finde ich wunderschön. Ist halt die Frage, möchte man deshalb extra aus den USA bestellen? Noch zur Info, ich habe natürlich Zoll auf diesem, also natürlich, manchmal gehen sie durch, aber ich habe Zoll auf das Paket bezahlt. Es war aber nicht so schlimm, ich glaube, es waren 5 oder 10 Euro, also wirklich nicht schlimm. Ich habe zwar noch zwei andere Paletten, auch glaube ich, waren das noch, die da noch dabei waren, aber war wirklich in Ordnung, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Zum Highlight an sich wunderschön, finde ich. Und ja, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, dann haben wir auch noch, aber wie gesagt, ist ja halt die Frage, ob man da aus den USA bestellen möchte. Es gibt ähnliche Highlighter, die es jetzt auch in Europa leichter zu haben gibt. Aber ich persönlich finde ihn sehr, sehr schön und bin froh, ihn in meiner Collection zu haben. Die Lippen. Also Lipgloss, ich habe ja nur eine getestet, die anderen werde ich in meinem Getestet nochmal erwähnen. Vielleicht erwähne ich den dann noch einmal. Ich muss dann noch gucken. Ich schaue mir jetzt, wie schauen die Lippen aus? Ja, es ist leider sind meine Lippen so schier gestellt. Ich hoffe, es hat euch nicht ganz so sehr gestört. Aber der Gloss an sich finde ich ist sehr, sehr schön. Super angenehm auf den Lippen. Es hat jetzt auch okay lang gehalten. Also ich finde, es ist in Ordnung. Es ist noch immer was drauf. Ich finde es nicht schlecht, also kriegt von mir einen Daumen hoch. Dann habe ich die Lashes. Und zwar die Lashes. Oh no. Also ich würde sowas halt nur für Halloween. Und für Halloween ist mir das halt zu teuer. Ich habe sie für euch bestellt. Aber ich finde die halt auch so riesengroß. Gibt es nur so groß? Ich habe immer nur so große Lashes. Die von Love, die waren ja auch so groß. Da linke ich euch die Review auch. Also. Die waren ja auch so riesig.
ist das der neue Trend, dass wir so riesen Lashes haben. Ich finde das ein bisschen mühsam. Ich habe vielleicht doch zu kleine Augen. Vielleicht ist das das Problem. So, dann kommen wir zum Prachtstück der Collection. Also die Lashes ist für mich ein persönliches No. Aber wenn ihr solche Lashes haben möchtet, würde ich aber auch die von Love und von Oscar bestellen, weil die sind ziemlich ähnlich zu denen. Also die würde ich euch da empfehlen. Aber jetzt haben wir ja das Prachtstück der Palette. Und zwar die Palette an sich. Wunderschön. Ich meine, wunderschöne Palette. Qualität wunderschön. Ich kann sie nur empfehlen. Also es gibt einen Grund, warum Glamlight so überfordert war. Weil so viele Leute halt diese Palette haben wollten. Und zwar aus einem guten Grund. Die ist wirklich wunderschön. Ich finde die Palette echt schön gemacht. Die Qualität ist top. Ich liebe die Glamlight Lidschatten. Ich finde sie ganz toll. Also das ist, wenn ich was aus dieser Collection euch empfehlen würde, ist es wirklich die Lidschattenpalette. Also wenn euch nicht Staining und sowas stört und ihr gerne Farbe auch trägt. Wir haben natürlich auch Neutrals, so ist es nicht. Ihr habt es ja auch an den Swatches gesehen. Aber ich finde sie toll. Das Packaging ist jetzt nicht so mein super Favorite. Aber die Lidschatten. Yes. Ganz toll. Und das waren dann auch schon alle Produkte. Es war gar nicht so schlimm lang, glaube ich. Hoffe ich. Deshalb würde ich jetzt aber trotzdem das Video beenden und sage vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentiert würdet. Schreibt es mal alles in die Kommentare. Sagt mir, wie wundertoll ich in diesen Lashes aussehe. Oder ihr könnt mich auch gerne auf Instagram DM. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!